So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines. Mensch, ich hab's wieder hingekriegt. Komischerweise, ich habe nichts verändert, nichts gemacht. Es ging von alleine wieder. Ich hab's schon zum Thomas gesagt, das Spiel ist wie eine Frau. Zickig wie das Wetter. Ja. Wenn's zickt, dann... Nö, dann willst du einfach nicht. Und dann ist das auch so. Ja, kennt ihr ja. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel wir jetzt im letzten Part schon wieder geschafft haben. Ich habe mal dieses Haus hier hingebaut. Das, was ich noch geschafft habe. Und ja, wir haben ein Atomkraftwerk. Und der Hafen, der jetzt auch langsam wieder sauber wird. Also, ja, liebe Freunde, also ich bin echt entzückt, dass wir wieder mal hier sind. Und ich nehme heute gleich mehrere Teile auf, weil ich weiß ja nicht, wie es morgen wieder bei der guten aussieht. Oh Mann. So, jetzt erstmal die Uhr stellen, ne? So, und dann geht's heute los hier, Mensch. Wieder zurück hier. Wir haben 14.145 Einwohner in unserer, ja, Lumpet City. So, hier ist die Straße zu Ende. Alles klar, hab mich schon gewundert. Gut. Ja, wir bauen heute unser Stadtgebiet weiter. Wir gucken kurz mal, was der Strom hier macht. Dann können wir nämlich mal die Stromleitung jetzt hier wegnehmen. Heute unsere erste Amtsaufgabe. Unser Atomkraftwerk müsste das ja von alleine jetzt stemmen. Der Strom ist ja alles da, wunderbar. Und da brauchen wir die jetzt erstmal nicht. Erstmal. Ja. Da weiß, wie es wieder nachher aussieht. Oder in den nächsten Teilen. Ah, mich freut schon wieder, dass ich wieder hier bin. Hab schon ein bisschen Entzugsentscheidung gehabt. Ja, lieber Thomas, du hast mich gefragt, was das Spiel kostet und wo es dieses Spiel zu kaufen gibt. Ja, das kannst du bei Amazon oder bei den Anbieter kaufen. Du kannst auch bei Mediamarkt kaufen, kostet ungefähr 30 Euro. Ist definitiv das Geld wert. Also... Ich kann nichts dagegen sagen. Es ist wunderbar. Für ein Aufbauspiel ist es sehr, sehr umfangreich. Sehr schön gemacht. Und ich kann es nur jedem weiter empfehlen, sich das Spiel hier zuzulegen. Und sich eine eigene Stadt hier zu bauen. Zu kreieren. Oder zu verwalten. So. Machen wir das erstmal weg hier. Guten alten Stromleitung, die ich übelst hasse hier drinne. Also es ist das Ähnliche, was ich hier drinne hasse, die Stromleitung. Sieht total assi blöde aus. Atomkraftwerke sind wohl auch nicht gut, aber gerade hier sind sie am besten. So, wo haben wir denn jetzt noch eine Stromleitung, die uns nicht mehr gebraucht wird? Das war's. So, na und heute gucke ich mal nach den Bushaltestellen. Was hier das Problem ist. Gucken wir erstmal draußen. Wo waren jetzt die Bushaltestellen? Hm? Da. Die sind nicht richtig verbunden. Dann machen wir das jetzt mal nochmal neu. So. Den lassen wir mal hier hinfahren. Dann fährt er noch dahin. Er fährt dahin. Er fährt dahin. Er haltet noch da. Da. Und da. Und schon haben wir dieses Bushalteproblem, Stellenproblem gelöst. Das binden wir natürlich jetzt auch nochmal hier an. So. Das wird wahrscheinlich eine Straße sein, die hier nicht günstig ist. Hier ist noch eine Bushaltestelle. Na. Nehmen wir mal noch die. Die. So. Ach, das mit den Bushaltestellen ist auch Wahnsinn.
Na, funktioniert denn das nur jetzt? Da machen wir jetzt einfach mal hier oben eine runter. Lassen die jetzt mal hier rumfahren. Da lang. Da lang. Da halten. Und Mensch, ja, flieg's nochmal. So. Gut. Will wohl nicht ganz, wie ich das will, aber ist egal jetzt. Shit drauf. Ja, wir haben noch diese Autobahn gebaut. Ich weiß nicht, ob man das noch gesehen hat in irgendeinem Part. Ja, wenn nicht, dann geht's jetzt hier weiter. Ich habe jetzt diese Autobahn hier angebunden, dass hier vorne auch mal dieser Stau wegkommt. Und dafür haben die jetzt die Möglichkeiten, auch hier abzufahren. Zum Beispiel auch hier. Und als Nebenstraße auch hier. So, wir haben noch eine Autobahn, die hier drüber geht. Soll ein bisschen die LKW-Verkehr teilen in unserer City. Und ja, dann geht es jetzt mal weiter hier. Machen wir noch das Haus schnell weg. So. Wir bräuchten mal ein paar Bürogebäude. Weitere. Sieht's denn hier aus? Wir machen mal hier noch eine Straße, ne? So. Verteilen das jetzt mal noch ein bisschen. Was ist jetzt? So. 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 Und na, so möchte ich das aber nicht haben. Ah, weil wir den Park hier haben, alles klar. Dann machen wir mal so. 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 Und so. Gut. Natürlich brauchen wir wieder Wasser. Ihr kennt das ja. Wasser, die Waffe gegen allen Zweck. So, muss ja wieder normal alles angebunden werden. Sieht unser Wasser aus. Abwasser müssen wir gleich mal bauen. Ganz wichtig. Wenn wir hier fertig sind. So, hier unten werden schon wieder die ersten Häuser gebaut. Ich möchte ein Büro haben. Auf der Seite. Mal sehen, ob die auf kleinen Raum bauen. So. Hier möchte ich aber nur ein Teilstück haben. So. Und hier noch ein bisschen. Gut. Hier unten werden schon wieder die ersten Bürogebäude gebaut. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um das Abwasser. Was hier ist. Ja, Abwasser ist hier, sieht man hier oben links. Ist wohl noch ein grüner Bereich, aber wir bauen mal noch ein drittes hin. So. Muss jetzt erstmal erst anlaufen. So, wir sind jetzt im grünen Bereich und Wasser machen wir natürlich jetzt auch mal noch eins. Wird ja noch gebraucht. So. So. Die müssen wir wieder anbinden. Sonst geht das nicht. So, wunderbar. Wir dürften jetzt überall im grünen Bereich sein. Jetzt. Perfekt. So, diesen großen Wolkenkratzer mache ich jetzt erstmal nochmal weg. Der stört mich gerade noch in meinem Planung hier. Dann machen wir jetzt erstmal hier noch. Was haben wir hier? Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Machen wir hier noch Bürogebäude hin. So. Und wir gehen jetzt locker auf die 14.338 Einwohner zu.
So, hier unten könnten wir ja halt auch mal ein bisschen weiterbauen. So. Ja, langsam nimmt es ja auch Form ein, alles hier. So. Da hätten wir schon mal ein schönes Vorstadtgebiet hier mit Einfamilienhäusern. Und hier oben ist noch was frei. Das könnte man natürlich jetzt auch noch mal zu machen. So. Dann gucken wir mal, wie unsere Versorgung aussieht. Wir haben jetzt erstmal Krankenhäuser hier, die sehen alle wunderbar aus. Dann haben wir Feuerwehr. Das sieht schon wieder nicht so gut aus. Da müssen wir mal jetzt noch was bauen. Bauen wir gleich was. So. Gucken wir mal, wie es abgedeckt wird. Hier unten ist alles blau, alles wunderbar. Hier müsste noch was gemacht werden. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Na? Fehlt noch eins. Da machen wir noch eins hin. Super, jetzt haut's hin. Und hier oben fehlt ganz, ganz viel Feuerwehr. Da machen wir mal hier eins hin. Wären die jetzt noch rot? Dann bauen wir mal noch eins. So, werdet ihr jetzt blau oder was ist jetzt? Also doch eine größere bauen. Ah, hier haben wir noch Stromleitung. Alles klar. Die können wir gleich nochmal wegnehmen. So, dann bauen wir mal eine größere hin. Dürfte ja jetzt abgedeckt sein. Oder? Was zum Teufel ist das für eine Logik? Jetzt mal ehrlich. Was ist das für eine Logik? Die Feuerwehr hier deckt hier alles ab. Aber daneben, neben Feuerwehrgebäude, das ist wahrscheinlich nicht mal denen ihr Gebiet. Also, da spielt sich auch nichts ab. Ja, dann bauen wir halt noch eine zweite, wenn es unbedingt so wollen. Jetzt geht das. Aber auch nicht in der, nicht in der Mitte. Ist doch eigentlich total unlogisch, oder? Jetzt mal ehrlich. Soll ich jetzt drei Feuerwehren hier in der Ecke bauen? Also das sehe ich nur jetzt nicht ein. Nee. Also dafür ist kein Geld da. So, liebe Freunde. Ja, hier wird schon wieder fleißig gebaut. Wir gehen schon auf die 15.000er fast zu. Unsere Stadt lebt. Oh, was sind das hier für Wolkenkratzer? Alter Falter. Die sehen ja mal richtig geil aus. Was ist das hier? Kehfriedhof. Das ist ein Mirokonto Game Studio. Aha. Und hier haben wir ein Super Strategy Games. Das sind wahrscheinlich hier EA und so. Sehen aber geil aus. Passen richtig hier rein. So, was macht denn eigentlich unser Industriegebiet? Hier muss mal geleert werden. Verkehr sieht auch alles super aus. Alles wunderbar. Perfekt. Müll sieht auch gut aus. Hier lernen wir dann auch nochmal. So. Hier gehen wir mal noch Gebiete frei. So. Genau. Na, das wächst doch und gedeiht hier langsam alles. So, das scheint wohl nicht so zu gehen hier.
Dann machen wir mal hier anderes Gebiet hin. So. Ist da genug Wasser? Strom? Alles wunderbar. Perfekt, da wird schon wieder neu gebaut. Das erste Haus wird schon wieder neu gebaut hier. Und ja, 14.632 Leute. Sehr, sehr schön. Ja, was haltet ihr eigentlich von meiner Stadt? Gebt mir mal einen Kommentar ab. Gefällt es euch so? Was könnten wir dran verbessern? Was müssen wir unbedingt noch bauen? Oder was hättet ihr gerne noch für Plätze oder Orte, die ihr gerne noch hier drin haben möchtet? Sagt's mir. Ich bin für jede Info bin ich dankbar. So, hier wird erstmal schön noch gebaut. Alles schön in Ruhe. Alles wunderbar. Ach ja. So, die haben es aber auch nicht schlecht hier im Dorf. Wenn man was da sieht. So, hier ist noch Platz frei. Sehe ich. Da machen wir die auch mal zu. So, unsere Autobahn sieht natürlich auch wunderbar frei aus. Also meine Rechnung ging auf, hier die Autobahn noch lang zu legen. Und der Verkehr verteilt sich auf jeden Fall jetzt besser. Flüssiger, auch hier oben. Auch wenn wir hier unten vielleicht schon ein bisschen Stau haben, aber na gut. Wir könnten ja mal gucken, ob wir die Straße noch vergrößern können. Ja, könnten wir. Machen wir das mal. Hier können wir nicht. Hier können wir auch nicht. Hier können wir die nochmal machen. Und die. So, dann machen wir die noch hier größer. Mit Bäumen. So, hier geht der Kreisverkehr schon wieder los. Und dann machen wir hier noch. So auf der Hauptverbindungswegen. Perfekt. Ja, ist schon eine ganz schöne Stadt geworden. Wenn man mal hier hinten so das Gebiet hier sieht. Sieht schon geil aus. So. Ja, liebe Freunde. Heute könnten wir ja mal noch gucken, dass wir uns eine U-Bahn bauen. Eine U-Bahn, bitte. Würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal was ganz Feines. Der Danny baut jetzt mal eine Abbindung zum Flughafen. Und vom Flughafen bauen wir uns dann eine U-Bahn Richtung Stadt. Würde ich mal sagen, der Flughafen wird hierher kommen. Also bauen wir jetzt mal eine Abfahrt. Wo ist die Abfahrt? Hier. Halt! Nein! So war es nicht gedacht. Falscher Knopf. So, die müssen natürlich hier runterfahren. Und die müssen so runterfahren. So. Dann bauen wir uns jetzt erstmal einen Weg zum Flughafen. Sagen wir mal. Einen kleinen Kreisverkehr könnte man natürlich auch mit drei machen. Sowas. Und dann bauen wir erstmal so grob zum Flughafen. So. Genau.
Gefälle zu steil. Ach Mann, nein, doch nicht sowas, oder? Ach, hier drüben geht's wieder, oder wie? Nicht der Ernst. Gut, dann müssen wir das halt anders machen. Na? Müssen wir erstmal hier raus. Dann machen wir die halt nochmal weg hier. Und dann bauen wir woanders was anderes hin. So. Dann muss der Flughafen halt hier so sein. Oder? Ja, anders geht's ja nicht. Überall so beschissen steil. Oder hier hinten hin. Wir können es ja mal versuchen. Bloß mal so grob jetzt, ob das passt. Ja, hier passt's. Dann können wir den jetzt so hinbauen. Gut. Dann machen wir mal hier noch eine Wasseranbindung. Und dann dürfte es nicht mal lange dauern, dann haben wir auch die ersten Touristen bei uns. So, ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen Energie, soweit kommt das Kraftwerk nicht hier. Bauen wir erstmal hier so ein Solarpark. Dass die jetzt erstmal Strom bekommen. Na? So. Und unsere nächste Amtshandlung wird dann sein, erstmal eine Bushaltestelle zu bauen. So. Die dann rüber in die Stadt geht. Kriegen wir die jetzt rüber in die Stadt oder was ist jetzt hier los? Ja, die kriegen wir rüber in die Stadt. Perfekt. So. Was ist jetzt hier mit? Na, du willst wohl nicht. Aber so. Das ist aber jetzt blöd. So weit ich das doch nicht haben. Ach, das mit den Bussen ist jetzt auch schon wieder so schlimm hier. Gut, aber jetzt haben wir es. So, das, die binden wir jetzt mal hier noch an. So. Wird wohl eine kleine Runde werden hier. Genau. Und zumindest ist jetzt erstmal der Bus verbunden. Oder? Ja, passt schön. So, und das nächste wird dann sein die U-Bahn. Die stellen wir uns hierher. Und da werden wir mal das Rohrensystem jetzt quer durch die Stadt legen. Die wird mal hier lang fahren. Oder hier lang.
Und da lang. Bis hierher ungefähr. Dann werden wir mal hier einen ersten Ausgang machen. So. Und dann bauen wir schon weiter. Da wird es einmal in die Innenstadt gehen. Wo haben wir denn jetzt hier noch eine Lücke? Gucken wir erstmal, wo wir hier eine Lücke haben noch. Hier. Da bauen wir mal hier weiter. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir noch eine Lücke haben. Wo wir die da hinführen. Die führen wir mal hier rüber. So ins Bankenviertel. So. Und noch eine hier rüber. So, einmal dahin. Einmal dahin. Und die geht wieder rüber zum Airport. Bindet die hier an. So, und wir bauen jetzt mal das Streckensystem. So. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Und dann fahren wir wieder zurück. So, und damit ist unsere erste U-Bahn aktiv. Von Airport in die Innenstadt. Die dürfte man gleich sehen. Die sieht so komisch, ist die so grün unterlegt. Also man kann sie nicht ganz sehen, aber hier ist er, da ist er. Die U-Bahn. Und man sieht gleich, wie sie wegfährt. Jetzt fährt sie weg. Und nimmt dann die ersten Leute mit. Und die kommt dann von der Innenstadt wieder hier rein. Fährt auf das zweite Gleis und dann fährt sie hier wieder rein. Super. So, damit kann ja das erste Flugzeug kommen. Dann machen wir mal hier noch zu. So. Na gut, liebe Leute, würde ich jetzt mal sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder oder auch morgen dann in den nächsten Part. Hier ist das erste Flugzeug gekommen. Oder haut schon wieder ab. Und ja. Ich mache jetzt hier weiter, dass keine Komplikationen kommen, wenn es mal wieder streikt oder so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Jetzt bin ich fast gerammt, die Sau. So, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo oder ein Kommi. Und ja, wir sehen uns dann im zweiten Part.